Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, ich habe meinen Namen vergessen. Schon so lange nicht mehr gespielt. So. Ja, nach einem Monat, wir sind zurück. Oder wir versuchen es wir zumindest versuchen zurück es, zu sein. Ja. Es ist ein bisschen abhängig vom Kind. Darum, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, jetzt also so viele Folgen, wie wir früher rausgebracht haben, ich glaube 4 in der Woche oder so, werden wir erstmal nicht schaffen. Aber wenn wir so 2 Videos die Woche, denke ich mal, hinkriegen sollten, das wäre toll. Das ist so erstmal als Ziel geplant. Es hängt halt ganz dolle davon ab, wie das Kind mitmacht. Wir hoffen auch, dass sie wenigstens eine Aufnahme mitmacht. Im Augenblick verhält sie sich ruhig. Ja. Kurz vor der Aufnahme hat sie aber ein bisschen rumgequengelt. Naja, bleibt ja nicht aus. Genau, ja. Ich habe jetzt hier meine Miss Sunday und meine Reliquien-Schatzjägerin als Ersatz für, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und es wurde ja von euch angemerkt, gebt die legendären Waffen euren Begleiter. Das heißt, ich habe die Axt des Torwächters hier jetzt meiner Begleiterin gegeben. Ja, ich hatte so einen tollen Zweihandwaffe, die habe ich dann den kleinen Wurm gegeben. Und ja, ich habe noch eine legendäre Waffe, aber die gebe ich nicht ab. Auf keinen Fall. Ich behalte meine andere auch noch ein bisschen. Wir wollen ja auch Spaß haben. Und ich weiß, ja, wir machen nicht so viel Schaden wie die Sklaven. Aber ich habe keinen Bock, sowieso ein feiger Legolas die ganze Zeit am Bogen zu hängen. Wo bist du denn überhaupt? Ich stehe gerade hier am Jog-Tempel. Ah, okay. Ja, was ist geplant? Wir wollen ja, wenn ich mich noch recht entsinne, wollten wir eine längere Expedition gen Osten machen. Wenn uns was nicht fehlen würde. Genau, und zwar ein Kartenraum. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze Bedienung hier funktioniert. Nach einem Monat komplett schon raus. Was spielen wir überhaupt? Was ist das für ein Game? So, Kartenraum. Wir brauchen für den Kartenraum 200 verderbte Steine. Eisenverstärkung ist kein Problem, Kristall ist kein Problem. Alchemistische Grundsubstanz, dafür brauchen wir vor allem Gold- und Silberstaub. Das fanden wir aber auch gut in der Stadt eigentlich, oder? Genau, also wir haben 27 haben wir bereits. Wir haben auch eine ganze Menge Gold- und Silberstaub da. Wir haben 106 verderbte Steine. Was habe ich gesagt, wie viele wir brauchen? Keine Ahnung, 250? Waren viele. Ah, das kann sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall Dämonenblut, so oder so. Ich würde sagen, das machen wir in der Gruselstadt. Wie hieß die? Sifamaru? Nee, Sifar. Oh, ich habe den Ortsnamen vergessen. Was? Die namenlose Stadt. Ja. Und die Stadt, in der wir sind, ist Sipermu. Ach, Sipermu, ja, genau, die namenlose Stadt, das meinte ich doch. Genau, und da würde ich sagen, ich sehe, ich habe noch relativ viele Schlangenpfeile und Heilpfeile und so. Und da würde ich sagen, killen wir ein paar unschuldige Drachen und eventuell nochmal diese fette Schlange. Dann nehme ich nochmal mehr Pfeile mit. Ich habe nur 100. Mach das. Du kannst ja vergiften, das reicht ja. Genau. Übrigens, natürlich danke für eure Glückwünsche etc., muss man ja auch dazu sagen. Stimmt. Als kleines Update, es hat eine knappe Woche gedauert, bis unsere kleine Stammhalterin es akzeptiert hat, in ihrem eigenen Bettchen zu schlafen. Also es klappt jetzt. Sie ist auch relativ pflegeleicht. Da haben wir Glück. So, dieser hier ist es, der Gelbe. Ja, also es läuft mit der Kleinen ganz gut. Und ich glaube, Ulrich war es, der meinte, wir können sie ja Richenza nennen in unserem Richenza, ja. Das fand ich, war auch ein guter Vorschlag. Nein, das war doch das Richtige. Aber erst ein bisschen Panik. Aber ja, ich dachte auch erst, wir wären beim Brummbrumm-Tempel. Oh, Skelette. Ah, kommt schon eins. Oh, gar nicht gesehen. Hi, Süßer. Ich bin grottig. Was machst du? Liegen, ausruhen, ja. Was tut das? Ich war auch sehr müde. Brauch Köpfe. So,
erstmal stehen wir hier blöd in der Verderbnis rum. Ja, Verderbnis ist uncool. So, und wir wollen ja irgendwo hin, wo wir Gedöns herkriegen. Also irgendwo mitten rein, ne? Mitten ins Vergnügen, würde ich sagen. Aber wir kriegen doch bestimmt hier gleich von links oder rechts irgendwie. Ja, hier ist doch schon einer. Die macht doch nochmal Power-Attacken. Ah, okay. Hab ich gerade echt vergessen. Ja, da, ich weiß nicht, ob dieses große Viech was gab. Auf jeden Fall gaben diese Drachen was. Ja, wir müssen mal eins zerlegen und sehen, was wir da haben. Geht auf jeden Fall ganz gut. Und, was gibt er? Knochen. Ja gut, Knochen kann man auch immer gebrauchen, aber... So, gehen wir mal hier lang. Da müssen wir jetzt nicht hier irgendwie schnitzeln. Ich glaube, da unten ist irgendwo ein Drache gewesen. Oh, die Sklaven. Hier links unten, glaube ich, ist glaube ich, einer schon... Achso, du hast schon was, okay. Hast du was gefunden? Oh, die Sklaven. Nee, hier sind ein paar Skelette. Die haben Köpfe für mich. So, du meintest gerade, du hättest da irgendwo... Nee, gesehen habe ich nicht, aber es geht, die waren noch immer links unten. Nicht links unten, aber... Ja, irgendwo, wo es runter... Genau. Ja, das, geradeaus könnte es auch sein, ja. Was ist denn da weiter rechts? Das sieht so verschollen, so zugegraben aus. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich war hier auch noch nicht. Ich hatte jetzt auch die Sklavengruben als neu. Da ist, bewegt sich irgendwas. Hä? Oh. Ja, ja. Muss ein bisschen wackeln. Oh, hier leuchtet was. Ja, ich hoffe, dass ich nicht spontan AFK gehen muss. Kann natürlich spontan passieren. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich nicht spontan irgendwann AFK gehen muss, weil es hier an meinem Bauch so laut quiekt. Oh, ist das? Here is the place that has been set aside for your people, Bonded One. Here, you can find rest and succor. Mhm. Between errands. Breeding is encouraged. Ach, das war's? Okay. Gut, kein Drache. Also, langweilig. Andere Seite. Geh mal andere Seite. Hoch oder geradeaus? Ich würde weiter runtergehen, oder? Geradeaus. Geradeaus, ja. Okay. Diese Skeletttypen hauen wir ja rum. War da vielleicht auch der Schlüpferking? Ja, da ist der Schlüpferking. Und ich glaube, hinter dem Schlüpferking war diese mit den... Oh, da hat man die legendären Waffen her, ne? Die war natürlich... Nee, da war die nicht her, aber da war die große Schlange drin, die gut Dings gab. Dämonenblut? Dämonenblut, genau. Also die Anführer sollten wir auch nochmal platt machen. Mhm. Ja, aber die waren woanders. Heidi ho, Schlüpferking. War ja der nette Schlüpferking. Ja. So. Ups. Rein ins Verderbnis. Hallo, Schlängeli. Oh, da ist erstmal eine kleine. Mach die tot! Mach die tot! Schlange! Ich mag keine Schlange. Die ist schon tot. Ah, noch Schlange! Eine. Ich verderbe immer noch. Ja, ich auch. So, wo ist denn die große Schlange? Ausgang. Da hinten ist er. Soll ich die große Schlange mal anlocken? Ja, warte mal. Erst will ich die Kleinen kaputt machen. Okay. Erstmal das Kruppzeug. Also, ich verderbe immer noch. Ja, ja, ich auch. So, ich lock jetzt die große Schlange an. Ja, dann lock mal. Ich muss mal den Bogen auswählen. Ja. Ey! Boah, nicht ausgewählt hier. Schlange! Ja,
vor dir ist eine Schlange, ja. Ja, Misshandel, mach mal. Ups. Ich hab sie für dich angelockt. Ich hoffe, du bringst unsere Leute nicht um. Das hoffe ich auch. Ich sehe gerade, wie du was trinken ob du hast. Mein Job ist, dich zu vergiften. Los, kleiner Wurm. Oh, hier ist eine kleine Schlange. Hm? Wachsen die hier aus der Erde oder was? Drecksviecher. Oh, 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 oh. Was? Oh, oh, oh. Sind sie am Sterben? Komm da weg, Missandei! Ah! Komm da weg, komm! By the old serpent, invaders! Wieso ist die so schnell gestorben? Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Also der kleine Wurm lebt ja noch. Jetzt ist Single, der macht jetzt mit Herz herum. Schön. Ausdauer mehr. Dann kauf die Ausdauer, du. Oh, ich bin voll nicht mehr ne. Nee. Wir hätten, glaube ich, mit Bauen anfangen sollen. Ja, ich komme auch. Irgendwie nochmal die Stadt ein bisschen looten und so, ne? Irgendwas Ruhigeres. Juhu, ich nehme sie auseinander. Okay, ich loote. Dämonenblut 12 und Dietrich und Dämonenblut und Dämonenblut und noch mehr Dämonenblut. Ah, ich spare den Dämonenblut. Sehr schön. Noch mehr Dämonenblut, 80 Dämonenblut. Ah. Eine Badewanne voll Dämonenblut. 80, wow, nicht schlecht. Dann Nee, 92 jetzt sogar. Geil. So, jetzt will die Katze auch Aufmerksamkeit. Ja. Dann lass uns mal hier rausgehen. Nee, gab's ja nicht Truhen. Und hast du Missandei nochmal gelootet? Ja, ich habe alles aus ihr rausgenommen, deswegen kann ich jetzt auch eigentlich nichts mehr tragen. Hier sind noch Truhen am Rand. Ja, okay. Ich kann nur halt nichts mehr tragen, weil ich Missandei gerade gelootet habe. Dann gehe ich nochmal gucken. Achso, das ist die, die wir noch nicht öffnen können. Aber ja, du meintest ja, wir haben noch irgendwie Reliquienjäger, ne? Ja, wir haben noch welche. Dann nicht dran gedacht, dass diese dämlichen Wasserflaschen meinen Durst nicht stillen. Deine Stufe ist nicht hoch genug. Naja, ich weiß. Hm. Gut, dann können wir, glaube ich, hier wirklich rausgehen. Hier ist nichts mehr. Ja, warte, hier ist noch eine Truhe. Okay, da ist gar nichts drin. Gut, nee, ich hab die auf, auf beiden Seiten schon. Können wir zurückgehen, weil ich habe leider nicht dran gedacht, dass diese dämliche Wasserflasche, die ich habe, ja, mich nur abkühlt aber und lindert, aber leider nicht meinen Durst stillt. Nerv. Ja, Déjà-vu irgendwie, ne? Ja, das hatte ich ja erst. So eine Kacke, ey. So. Ich trinke erstmal was. Lecker. Trinken. Lecker essen. Ja, Essen habe ich auch. Essen ist nicht das Problem. Ja, wollen wir noch einen Drachen zerlegen? Oder meinst du ohne... Wenn du mir was zu trinken gibst? Ich weiß nicht, ob der kleine Mann hier oder der kleine Wurm reicht. Wir trinken mal einen Schluck. Das werden wir gleich sehen. Lass mir aber was drin. Ja, ich nehme nur 2 Schluck. Bitteschön, ich muss mir einen neuen basteln. Dann können wir versuchen, noch einen kleinen Drachen zu... Wir können es ja einfach mal versuchen. Gab es hier am Rand welche? Ja, jetzt im Not rennen wir weg. Genau, weil kleiner Wurm muss ja nicht auch noch sterben. Nee, also das wäre echt... Aber die Serie hat Missandei ja auch nicht überlebt, von daher... Hat nicht überlebt? Nein... War jetzt auch nicht so.
nicht so mein Charakter. Oh, da geht's tief runter. Ja, ich glaube, es wird warm. Oh, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich habe mich kaum verletzt. Ich glaube... Sieht hier alles gleich aus. Ich dachte, das wäre so... Aber da unten ist einer. Ja, dann hab ich's doch richtig vermutet. Ich bin am überlegen, ob wir uns hier einfach hier hochklettern. Ist das möglich? Ja. Also ich bin wo hochgeklettert. Ich bin auch wo oben. Aber wo ist jetzt der doofe Drache hin? Der ist da um die Ecke gegangen. Doofer Drache. Der geht? Ich sehe dich bloß gerade nicht, sage ich. Ist der dumme Drache hin? Also da ist auch... Nicht, dass wir gleich denselben denselben Drachen angreifen. Also da ist ein ganz, ganz großer Drache. Den würde ich nicht angreifen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Also du bist nicht bei mir. Irgendwas hat mich auf jeden Fall entdeckt. Ah! Ich dachte, du wärst hinter mir. Ja, da nicht, Drache. Ah, hier. Hallo. Hier links ist einer vom Tor. Nee, das ist ein ganz großer. Das ist ein ganz großer. Ein kleinerer. Ah, den hast du schon angelockt? Ja, der hat sich selbst angelockt, sozusagen. Oh, ist ja frech. Gut, dann ist ja gut, dass du mir nicht gefolgt bist. Aber wo ist jetzt der hin, der kleine Mann? Da unten. Ja, wollen wir angreifen? Jo. Attacke! Ich hab mich getroffen. Los, kleiner Wurm, zertöte ihn! Zertöte ihn? Ah, zerfick ihn, wollte ich sagen. Aber weil unsere Tochter hier in der Nähe ist, wollte ich das nicht sagen. So, muss ich nur darauf achten, dass der kleine Wurm immer schön Regeneration erhält. Oder Katze. Ach ja, der macht Feuer. Ist ja fies. Ja, aber kleiner Wurm macht das super. In the name of Seth, identify yourself. Oh, ich muss mit dem Trinken meines warmen Getränks aufpassen. Wird's kalt, ne? Nee, nicht, dass ich aus Versehen auf unsere Tochter drauf tropfe. Also es ist nicht mehr heiß, aber trotzdem. Ja, ist tot. Juhu. Mit Dämonenblut. Oh, falsches. Nee. Mit welchem Werkzeug kriegt man am besten Dämonenblut raus? Ich glaube, das war die Spitzhacke. Ich habe gerade exotisches Fleisch von dem bekommen. Ja, gibt's auch. Aber kein Dämonenblut. Er rollt ja immer noch runter, er ist ja noch da. Ja, nicht, dass ich weiter zerhacke, ja. Ich krieg nur exotisches Fleisch und Schwefel. Na gut. Dann müssen wir nicht hier diese... Das nächste Mal dann eben doch mit der Sichel. So, du hattest doch auch noch irgendwo einen kleinen entdeckt, meintest du? Nee, das war ein großer, hast du auch gesagt. Ach so. Ja, bewacht doch das Tor da. Ah, hier vorne ist noch einer. Oh. Der bewacht da gar nichts, da steht doof rum. Los, kleiner Wurm! Ah! Ich hab Angst, dass er gleich Feuer macht. Los, du Würmchen! Halt, ich nehme Set! La-di-da! Ach, ist das schön, mal wieder zu spielen. Ja. Ah!
freust dich, dass du in den Hintern pieksen kannst. Ja, ich musste gerade an so einen Tiger denken. Die Tiger fangen ja meistens auch am Arschloch an, die Tiere aufzufressen. Okay. Habe ich eine Doku gesehen. So, ich versuch's mal. Ja, mit mach du mal. Ich habe einen Dämon. Ah, siehst du. Hätte ich mal nicht zugeschlagen, verdammt. Dann suchen wir uns den nächsten. Die gehen ja eigentlich. Ja. Musste mal einen Schluck trinken. Die Vampire brachten ja auch noch ein bisschen Dämonenblut, aber nur so ganz wenig. Ne? Fledermäuse, ja. Ja, Vampire, Fledermäuse, der Scheiß halt. Zeug, Kruppzeug, was man töten kann. Es klang so, als ob da auch noch ein Drache sein könnte. So. Doch nicht. War bestimmt der Schlüpferking. Oh, Knochen, dass man die nicht einfach mitnehmen kann. Ja, das ist schade. Ganz viele Knochen. Nee, das ist nee, ein Erdmännchen. Da ist ein Skorpion. Knochenerdmännchen. Echsenviecher. Schubidubidu. Auf der anderen Seite vielleicht? Die macht alles irgendwie komische Geräusche. Ja. Egal, ich würde mir dann doch demnächst einen Schlauch holen wollen. Also einen Trinkschlauch. Oder noch. Ja. Reichen die 91? Das werden 92? Wir sehen. Ah, dann will ich doch noch einen Drachen töten. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, diese Geräusche sind einfach random. Also egal, wo du bist. Ich glaube die auch. Mach einfach. Ja, ich bin nur halt wieder am Rumjammern, weil meine Getränkeanzeige wieder in den Keller geht. Ah, ich hab eine Suppe dabei. Macht die vielleicht auch Durst? Warte, ich hab ja auch noch ein Brühe. Ja, ich glaube, sowas hatte ich auch noch. Vielleicht hilft das ja auch. Ja, gut. Ein bisschen. Durch. Ah, nee, ich hab's schon vernascht. Okay. Ja, ich hab meine Knochenbrühe auch getrunken. Jetzt habe ich wenigstens wieder 48%. Jetzt nur kriegst du was aus meinem Trinkschlauch. So, kann ich mich ein bisschen. Oh, da ist einer. Da ist einer. Du rennst quasi drauf zu. Hast du einen gefunden? Ist doch schön. Hast du gut gemacht, Mathilde. Danke. Los, kleiner Wurm, Attacke, mach deinen Special Move. Guter Wurm. Ich hab dem Drachen ins Arschloch geschossen. Dann warte mal kurz, ich hole den Pfeil raus. Na, wo ist er denn? Der steckt aber tief drin, der Pfeil. Na, dann musst du tief Luft holen, einmal den Arm einschmieren und tief rein. Und drinnen zu vergnügen. Dass ihn das auch nicht juckt, also. Nö, der klappt sich lieber mit kleiner Wurm. Dann nehme ich nochmal auseinander. Ich habe zwei Dämonenblut bekommen. Was macht dein Durst? Ja, er ist jetzt bei 37. Ach, da ist noch einer. Den machen wir noch. Dann gehen wir. Okay. Den einen hier noch. Oh, kleiner Wurm.
dann macht das schon. Oh, hier krieg ich wieder. Oh, stimmt. Hier hinten war es nicht, ne? Ah! Geh weg! Ich mag dich nicht! Was ist das? Lieber den Sklaven erledigen. La-di-da. Oh, der ist gleich Geschichte. Ja. So nehme ich ihn auseinander. Und nochmal zwei Dämonenblut. Und jetzt will ich wirklich nach Hause. Ja, hier könnte man noch quasi rausgehen, oder? Ja. Also hier kommt man irgendwie hoch. Meine Kehle ist völlig ausgedörrt. Oh, hier ist eine Pflanze. Hm. Eine Pflanze? Ja, kann ich aber nicht einfach abziehen oder so. Oh, ist ja gemein. Hätte ja sein können, dass es irgendwas Besonderes ist. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Tierhaut. Dann kann ich. Also normale Tierhaut, nicht dicke Tier. Aber ich glaube, da können haben wir bestimmt irgendwie im Rüstungsding noch was. Irgendwo fliegt bestimmt was rum. Hast du vielleicht doch noch was für mich? Ich bin bei 18. Scheiß Glasflasche. Danke. So, das wird ja wohl für den Heimweg reichen. Ich hab's dir wieder hingeworfen. Jo. Mach mir sowas von einem neuen Trinkschlauch. Das ist ja zum Kotzen, ist das. Ich weiß doch, ich hatte überlegt, hä? Wieso habe ich die Glasflaschen weggepackt? Jetzt weiß ich es wieder. Scheiße. Warum wollte ich die Glasflaschen wegpacken? Weil sie scheiße sind. Ja, keine Ahnung, warum auch immer das Zeug aus den Glasflaschen nur lindernd ist. Ich verstehe. Das ist nicht logisch. Für mich zumindest nicht. Vielleicht für euch. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, woran das liegt. Ach ja, wir haben ja hier noch das King Nashorn. Das könnte man sich auch nochmal anschauen. Das würde ich aber auch dann nur so aus sicherer Entfernung beschießen wollen. Also natürlich. Auch bestimmt auch hier bestimmt. Hier können wir ja auch irgendwo raufklettern, so ist es ja nicht, ne? Aber jetzt nicht verdursten würdest, könnte man es jetzt machen. Ja, ich kann nämlich hier auch einmal schnell im See satt trinken und dann können wir es machen. Bring einmal in den See und dann können wir das gehen und aber da unten sind Leute, die randalieren, glaube ich. Das waren. Es ist dunkel. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ups. Dann kann ich ja meine Flasche auffüllen. Also Stoch runterspringen. Und kennst du das schon? Nö. Ach so, das bist nicht du! Ich bin im Wasser! Ah. Eine leichte Verwechslung. Ich bin ja auf der Insel. Mach mal was zum Leuchten mit, ich Dödel. Blood of the Serpent! Enemies at the gate! So. War ja was.
Ich hab da wirklich gedacht, der eine wärst du gewesen. Und du würdest angegriffen werden. Naja, es war dunkel. Erzählbar. Ja, das wird gleich mitgenommen. Ja, also ich habe getrunken, wir können gerne Richtung Reno nochmal gehen. Ja, müssen wir, glaube ich, nochmal hochklettern, ne? Aber es sollte ja vielleicht kein Problem sein. Nö, wir können auch da vorne rausgehen. Ich kletter hoch. Oh, Ausdauer, 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 schaffst du das? Yes! Ich bin oben. Schön für dich. Ist auch schön für mich. Ah, Dauerstein. Hallo. So, wo war jetzt das Power-Rino? Das war... Da vorne. Da. Ich sehe seinen fetten Arsch. Ja, ich bin noch beim Klettern. Ja, ich wollte erstmal gucken, wo das ist. Ich habe noch nicht angefangen zu klettern. So. Ich muss noch klettern. Sehe den gigantischen Arsch vor mir. Ja, warte, ich muss auch noch hoch. So, ich sehe auch den dicken Arsch. Ich habe meine Giftpfeile. Ich hoffe, dein kleiner Wurm ist bereit. Ja, bestimmt ist irgendwo. Gut. Wie viele Toten? 3 Totenköpfe. Kleiner Wurm, wo bist du? Ja, der ist wahrscheinlich hier oben irgendwie. Oh, wo rennt das hin? Oh, noch. Oh, ich hoffe, das kommt hier nicht hoch. Ah, da ist kleiner. Mach's wie Legolas. Einfach schnell so viele Pfeile rausschießen. Ja, yeah, ja, ich mach keinen Schaden. So, das war die Legolas-Prozedur. Oh! Kleiner Wurm ist gerade geflogen. Na, die Nashörner fliegen ja auch, wenn sie sterben. Ist nur fair. Ich bin mal gespannt, wie dieses Nashorn fliegt. Das erinnert mich an unsere erste Elefantenjagd irgendwie. Ja. Er wird viele Pfeile fressen. Jo. The name of Set, identify yourself. So, machen wir da auch mal ein bisschen Heilung für den Wurm. Blood of the Serpent! Enemies at the gate! Ja, bei seht, ich hab's gesehen. Achso, ich dachte, sag nur meiner, weil er immer hier zu seht glaubt, aber es ist deiner auch, sagt, ist doof. Meine Tussi ist tot. Achso, sagt mein Slave. Ja, dein Slave. Dein Slave One sozusagen. Und so bricht ein neuer Tag heran. Die Schankpfeile habe ich eigentlich noch. Oh, nur noch 41. By the old serpent, invaders! In the name of Set, identify yourself! Boah, das dauert mir zu lange hier. Nee, nee, das auch hier langsam. Ich geh gleich nach Hause und hol noch einen weiteren Sklaven. Ernsthaft, soll ich das machen? Ja, kannst du machen. Bist du gleich um die Ecke, bist du gleich wieder da. Oh, tschüss.
Er rennt hinterher. Nein! Okay, doch nicht. Beeile mich. Ja, beeil dich, wir müssen ja gleich wieder heilen. Ach scheiße, ja. Ach, toll, ich hätte dir auch einfach die Heilpfeile da lassen können. Das wäre zu einfach gewesen. Ja, wir sind noch nicht ganz im Spiel wieder drin. Warte mal, ob ich den dazu den anderen Leuten locken kann? Aber das interessiert mich jetzt. Kurz ausruhen. 1, 2, 3 und hopp. Auf den nächsten Turm. Vielleicht greift die Wache ihn an, weißt du? Das wäre sehr praktisch. Ach, wenn ich treffen würde. Meintest ja, das war noch irgendwie so ein Reliquienjäger im Rad. Ja, der hat aber nicht im Rad, der steht daneben, aber hat keine Ausrüstung. Ja, Ausrüstung habe ich ja von Miss Sunday mitgenommen, die kann ich mir ja geben. Da. Schade, greift die nicht an. Versuche ich noch was anderes. Gehen wir mal zum nächsten Turm. So, ich hoffe, der stirbt jetzt nicht gleich. Das hoffe ich auch. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Rückweg. Oh, jetzt ist der kleine Wurm nicht abge... Oh, kleiner Wurm, komm her. Wo bist du denn? Bei der Stadtverteidigung quasi. Aha. Ich weiß bloß nicht, ob der kleine Wurm jetzt bei mir ist oder ob der, der ist da. Okay. Komm hoch, kleiner Wurm. So, wo ist das Nashorn? By the old serpent. Genau, sie greifen ihn an. Oder greifen die mich an? Ursache. Oh, scheiße, ich glaube, die greifen mich an. Das ist weniger cool. Der ist ja geflogen. Oh, er lebt noch. Lebt noch? Also ja, nicht euer hier, der eine Kämpfer. Ich kann nicht warten, total dumm. Dieser Scheißbaum nicht wäre. Kämpft, ihr Narren. Oh. Yay, ich bin da. Hurra, der Kampf geht weiter. Frage ist, ob die Typen nach uns bekämpfen. Los, Schatzjäger. Wo ist mein... Mein Typ steht da hinten und tut gar nichts. Ah, jetzt ist er da. Ich weiß gar nicht, wo mein Typ ist. Er steht hinter dir. Warum greift er nicht an? Weiß ich doch nicht. Vielleicht bist du zu weit weg und weil das Viech dich nicht mehr interessiert. Ah, er hat einen gekillt, das ist cool. Ja, ja, die anderen hat er gekillt. Jetzt muss man aufpassen, dass er meinen Schatz hier an. Ey, kleiner Wurm, du Pissnelke, du. Komm da runter. Der kleine Wurm ist gerade ein feiger Wurm. Und mein Typ zitscht irgendwie durch die Erde. Los, kleiner Wurm, kämpf gegen ihn, ich muss rennen. Yeah! Warte, ich glaube, ich habe ein Häutemesser. Ey! Nee, du wirst von innen attackiert. Häutemesser habe ich auch, ich mach mal. Okay.
Töte den Typen aber. Oh, die anderen beiden sind tot. Oh, der hat hier noch ein bisschen Eisen und so. Nehme ich mit. Ja, jetzt werden die, wird die Dorfbevölkerung uns nicht cool finden. Was hat denn das Rindhof so Schönes gegeben? Ja, Haut und Fleisch und Dietrich. Das war's. Nichts Besonderes. Okay. Also 23 Nashornhaut, 23 dicke Haut, Knochen sehe ich 35. Exotisches Fleisch, aber hatte ich vorher auch schon was. Ja. Okay. Dann gehen wir mal nach Hause. Und dann gucken wir mal, ob wir genügend Steine rauskriegen. Erst mit den Steinen dauert ja eh erstmal wahrscheinlich wieder ein paar Tage, ne? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber warte mal, wie sieht's mit der Verderbnis aus? Oh, Mann. Säuberungsanzeige, meine ich, hier. Die ist nicht mehr existent. Das finde ich voll scheiße, weil wir hatten da schon ein bisschen was stehen. Stimmt. Und vielleicht... Ich habe eigentlich... Eigentlich kann das nicht so wirklich Einfluss drauf haben, dass wir den Server so lange nicht anpacken. Keine Ahnung. Ja, Kampfmusik. Ach, ein Kackskorpion. Ne, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Geh weg, du Kackskorpion. Ja, Kackskorpion. La, la, la. Kackskorpion. Schubidu. Oh, dann sind wir wieder daheim, ne? Sie... Ah, ich muss noch ein bisschen Wundsekret machen oder holen. Wundsekret? Mhm. Helfen dabei Schlangendrüsen? Dafür muss man einfach nur hier Schalentiere zum Beispiel kochen. Achso, ich habe da mal Schlangendrüsen reingepackt. Nicht in den Trockner. Drachenknochen. So, die Schlangendrüsen packe ich mal zu den chemischen Zutaten. Ja, mach. Mach mal. Mach ich auch. Ja, mach doch. Mach ich auch. So, Gold und Silber. Ach ja, wir haben ja Eis. Ich wollte ja daran arbeiten, an einem Eisschrank zu bauen. Hm. 200 verderbte Steine brauchen wir. Ja. Das könnte ganz knapp... Nein, verdammt, ich habe alles nebengedrückt. Oh. Jetzt habe ich ein Inventar voller stinkenden Scheißfisch. Ach ja, ich wollte mir einen Trinkschlauch machen. Wo ist denn der Trinkschlauch? Mach mal gleich ein paar Trinkschläuche. Ja, mach mal für jeden zwei so. Also ich habe ja einen, für mich brauchst du nur einen machen, aber wenn wir längere Touren machen oder so, wer weiß, dann haben wir da was. Genau. Jo. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal. Für die erste Folge dieses Jahr.
Und wir hoffen, wie gesagt, unser Plan ist erstmal wöchentlich 2 Folgen. Und dann mal gucken, wie sich unser kleiner Wurm entwickelt. Achso, ja, der kleine Wurm. Der kleine Wurm, ja. Der Richenza-Wurm. Richenza. Geh mal aus der Tür, ich will da Zeug gerade. Ja, ich wollte ja auch rein, das bin ich nicht. Ach, das ist mein Typ, der im Weg steht. Ja, warum steht dein Typ in dem Weg? Ich will da auch durch. Das weiß ich doch nicht. Ich hab Durst. Scheiß Typ. Geh kacken, ey. Na, was sind denn das hier für Ausdrücke? Deine Tochter hört zu. Ja, meine Tochter versteht das noch nicht. Haha. So eine geile, verfickte Scheiße. Ja, was wollen wir machen? Ja, haut rein, ne? Genau. Schaut mal wieder rein. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Mal soweit sind, dass wir unsere Missionen vorbereiten, unseren Weg vorbereiten, wie auch immer. Ins grüne Tal oder in den Dschungel, was das da hinten ist. Genau. Whatever. Ich habe nur noch 9 Giftpfeile, sehe ich gerade. Das heißt, ich brauche Herzen. Sie. Ich brauche Herzen, ich brauche Herzen. Habe ich vielleicht noch ein paar auf Lager? Ach so, wir hatten ja doch die Truhe mit Heinrichs Zeug. Ach, wollte man nicht die Folge beenden? Das waren die beiden. wollten wir. Hier ist noch hier. Trinkschlauch bei dir. Ich habe noch 70 Giftpfeile. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.